Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die allererste Stuggi-Show im neuen Jahr. Und ich hoffe, ihr seid genauso gut reingestartet wie unser Studiogast. Frank Stäbler, unser Europameister im Ringen von 2012, wird heute zu Gast sein. Gleich bei mir ist ja auch unsere Olympia-Hoffnung für 2016. Dann die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Tja, zunächst kümmern wir uns um ein Thema, das uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Die Pegida-Bewegung hat auch Stuttgart erreicht. Letzten Montagabend haben 8000 Menschen auf dem Schlossplatz gegen die Pegida-Bewegung demonstriert. Und Isabel Hoganowski hat sich dem Thema angenommen. Ja, David, die islamfeindliche Pegida-Bewegung polarisiert auf jeden Fall stark. Wie sieht das denn in Stuttgart aus? Was denken die Stuttgarter über diese Bewegung? Also mit Pegida selbst habe ich mich wenig befasst. Was ich nur interessant finde, ist die Organisation von denen, weil die muss echt gut laufen, wenn das so funktioniert. Jeder hat eigentlich seine Meinungsfreiheit, wenn jetzt einem die Religion nicht gefällt, mein Gott, okay, kann man sich äußern. Aber so hart dagegen rangehen ist nicht die richtige Lösung. Ich würde jetzt nicht gegen Pegida auf die Straße gehen, weil ich in meinen Augen dürfen sie das kundtun, was sie meinen. Aber ja, solange es friedlich bleibt, halt, habe ich auch nichts dagegen, wenn sie es tun. Wenn man das unterscheiden kann zwischen also dem Glauben, also den ganzen Menschen, die Muslime sind, und diesen Rechts, diesen Extremen, dann ist es schon okay. Aber wenn man das alles vermischt und wenn man dann meint, dass jeder, der also, ja, Muslime ist, gleich so, sich in die Luft sprengt, dann ist es auf jeden Fall falsch. Viele Stuttgarter sind also gegen Pegida und gehen dafür auch auf die Straße, um ein Zeichen gegen Islamfeindlichkeit zu setzen. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, Isabel. Und wir begrüßen unseren Studiogast Frank Stäbler, den fünffachen deutschen Meister und auch Europameister. Ich konnte mir raussuchen, beginnen, wie ich dich vorstelle. Es gibt sehr viele Titel, die du schon eingesammelt hast. Herzlich willkommen bei Stuggi TV. Guten Tag, hallo. Hallo. Ja, erste Frage an dich. 2016 stehen die Olympischen Spiele an. Bereitest du dich jetzt schon drauf vor? Träumst du schon jeden Tag davon, mit dabei zu sein in Brasilien? Ja, ganz klar. Also das Ziel und der große Traum steht mit der Teilnahme, erfolgreichen Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio aus. Und ja, jetzt durch den Sommer, durch die Fußballweltmeisterschaft wurde man natürlich jeden Tag auch gebrieft drauf und die Vorfreude ist noch größer geworden und somit, ja, Traum und Ziel steht. Auf jeden Fall, wir gehen gleich nochmal drauf ein, wollen aber zunächst darüber sprechen, wie du überhaupt diese Liebe zum Ringen entwickelt hast. Wie wird man denn Ringer? Also es sind bei mir eigentlich zwei Glücksfälle. Einmal, dass ich in einem Dorf in Moosberg groß geworden bin, wo Ringen lange Tradition hat, wo eine Ringer-Hochburg ist, kann man sagen. Und der zweite glückliche Zufall ist, dass meine Mutter mit meinem Bruder und mit mir, wo ich 4 Jahre alt war, zum Mutter-Kind-Turn eigentlich gehen wollte. Der Kurs aber überbelegt war und eine Etage drüber war noch Platz im Ringer Kindergarten. Ach so, bist du zum Ringen gekommen. Und so bin ich dann zum Ringen gekommen. Mutter-Kind-Turn ist schon ausgefallen, dann war der Ringerplatz noch frei in dem Moment. So kann man sagen. Und so hat dann mit 4 Jahren eigentlich der Weg des Rings begonnen für mich. Okay, also so eine Glückssache im Prinzip auch, dass du da gelandet bist. Ja, Schicksal würde ich sagen. Schicksal, wunderbar. Du bist nicht nur mit 4 Jahren dann dort eingetreten, sondern dem Ring auch dauerhaft treu geblieben bis heute. Was ist denn aus deiner Sicht so das Besondere am Ring? Was macht dir am meisten Spaß daran? Also ganz klar war ich schon als Kind ein sehr aktives Kind und habe mich immer mit meinen Freunden an Kräftemessen schon veranstaltet. Und ja, Ringen hat er die Möglichkeit nach einem Kräftemessen, nach fairer Art und Weise mir geboten. Und das ist Raufen nach Regeln hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht. Und somit habe ich schon früh das Interesse und die Faszination gefunden. Okay, hast du dann ein paar Wettkämpfe auch auf den Pausenhof verlagert damals in der Schule? Aber nur faire Kämpfe. Nur faire, natürlich. Du hast es ja gelernt dann relativ früh schon. Was muss man dann beachten, wenn man mit dem Ringen beginnen möchte? Beziehungsweise in welchem Alter sollte man das tun? Muss man so jung sein? Also ich denke, wie überall ist es immer, früh übt sich. Ja, es ist immer von Vorteil, wenn man früh anfängt. Aber natürlich kann man auch im fortgeschrittenen Alter noch Sport machen. Wir haben bei uns in Moosberg auch eine Altherrenmannschaft, wo noch bis 70 Jahre alt Sport, Spiel und Spaß betrieben wird und Ringen und einfach um sich fit zu halten. Aber man kann, wie gesagt, auch im Jugendalter dann erst einsteigen und wenn man schnell lernt und ein Talent dafür hat, dann hat man auch da noch Karrieremöglichkeiten. Unsere Reporterin, die hat das Ganze mal versucht, Isabel, habt ihr vorhin schon gesehen, und sie hat sich im wahrsten Sinne des Wortes flachlegen lassen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde mich heute nämlich mal im Ringen probieren und deshalb drückt mir die Daumen.
Hier in der Haubergkalle findet nämlich nachher der Ringerwettkampf zwischen dem ersten TSV Moosberg und dem AB Eichhalden statt. Und neben mir steht jetzt Andreas, du bist schon seit 20 Jahren Trainer hier. Was ist denn die goldene Regel beim Ringen? Im Prinzip ist alles verboten, was unmittelbar zu Verletzungen führen kann. Also Schlagen, Kratzen, Beißen so oder so, absolutes No-Go. Und dann Grifftechniken, die gegen die Gelenke gehen, sind verboten. Also deswegen ist das so ein bisschen das No-Go. Also ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach, wie es eigentlich immer aussieht. Und auch ziemlich anstrengend. Wie schlage ich mich denn bis jetzt so, Andreas? Ja, noch ein bisschen zaghaft, aber die Bewegungsabläufe sind ganz gut. Wie lange bereitet man sich denn immer jetzt auf so einen Wettkampf vor? Ja, wenn die Basics da sind, dann sage ich mal, so ein guter Zyklus sind so 6 bis 8 Wochen. Ja, aber dann müssen die Basics eigentlich schon da sein. Ansonsten braucht es Jahre, bis man diese Abläufe, diese Techniken und auch diese physische Stärke hat. Das dauert Jahre. Also ich glaube, Andreas hat mich jetzt ganz gut vorbereitet, aber leider kann ich beim Turnier heute gar nicht mitmachen, denn da dürfen nur Männer gegen Männer antreten. Aber ich glaube, aus meiner Ringerkarriere wäre jetzt auch nicht unbedingt was geworden. Das überlasse ich dann doch lieber den Profis. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Er hat sich doch ganz gut geschlagen, Isabel, oder? Was sagt der Experte? Ich würde sagen, eine Gazelle auf der Matte, ja. Oh, das hast du dir vorher überlegt. Ja, sehr gut. Ja, wir kommen ein wenig wieder zurück zu dem Thema, wo wir begonnen haben. Olympische Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Du warst ja schon sehr erfolgreich bei der letzten Olympiade, immerhin 5. geworden, ja, in London. Wie wurdest du denn danach in Moosberg empfangen? Also es war erstmal eine unglaubliche, tolle Sache, wo ich da erleben durfte. Und der Einzug danach, wo ich nach Hause kam, war bombastisch, weil ich habe nicht damit gerechnet gehabt, weil ich, wie gesagt, ohne Medaille nach Hause gekehrt bin. Und dann war trotzdem von Autokursus vom Flughafen Stuttgart bis nach Hause angefangen, auf dem Ortsplatz in Moosberg über 500 begeisterte Leute, wo abgefeiert haben. Und das ohne Medaille, da kann man sich schon vorstellen, wie groß die Emotionen sind, wenn man dann wirklich mit Edelmetall nach Hause kommt, und deswegen, ja, Hammer. Ein Ziel für die Zukunft, ja, 2016, welche Erwartungen hast du an dich selbst für Rio? Also ganz klar, Step by Step, zuerst mal die Qualifikation, wird schon schwer genug. Im Ring, in meiner Disziplin kann man fast sagen, dass allein die Qualifikation für die Spiele fast schwieriger ist, als im Endeffekt, wenn man dabei ist, die Medaille zu holen. Hm. Somit steht ganz klar erstmal die Quali an, und wenn man dann dabei ist, natürlich die olympische Medaille. Was motiviert dich, wenn du dann vor Ort bist bei solchen Wettkämpfen? Also wie machst du dich auch heiß auf so einen Wettkampf? Also wie schon gesagt, das habe ich schon zum Glück in London erleben dürfen. Das ist dieses olympische Flair, wo man immer davon spricht, wo da wirklich, ja, im Raum ist, wenn man reinkommt. Das ist einzigartig. Die ganze Stadt, alles sind happy, alles sind mit großen Augen dort. Das kann man sonst als Randsportler gar nicht miterleben. Und das ist schon mal eine unglaublich wahnsinnige Atmosphäre vor Ort. Und ja, ich hoffe, das wird in Rio genauso toll werden. Und das motiviert einen natürlich dann auch. Und trotzdem muss ich immer dann die Konzentration finden und den Fokus auf den Wettkampf fokussiert zu sein, dass es im Endeffekt dann auch klappt. Hm. Nun gilt bei den Sportlern ja der Grundsatz von nix kommt nix. Das heißt, du musst dir auch täglich trainieren, um diese Mission Gold zu starten. Wie lange trainierst du täglich? Das stimmt, alles was es wert ist zu leiden, ja, da muss das dahinter stecken. Ich trainiere 10-mal pro Woche, morgens 2 Stunden und abends 2 Stunden, gehe dazwischen noch. Also 4 Stunden arbeiten. Jeden Tag, ja, im Prinzip. Ja, absolut. Und zwischendrin noch arbeiten. Genau. Ja. Was machst du da, wenn ich frage nach? Ich arbeite in 50% neben Leistungssport in einer großen IT-Firma, in der Marketingabteilung. Für mich ein schöner Ausgleich auch neben dem Leistungssport, und versuche das trotzdem dann alles unter einen Hut zu bekommen, was nicht immer einfach ist, aber der leichte Weg ist nicht immer der bessere. Sehr schön gesagt. Was glaubst du denn, wenn du mit dieser Profikarriere dann zu Ende bist? Ja, könntest du dir auch vorstellen, dann verstärkt in diesem Bereich Marketing auch tätig zu sein? Ja, die Frage wird mir schon öfter gestellt, dass er zukunftsorientiert ist, aber momentan ist meine Zukunft, ich sag, nur ausgelegt, meine Denkweise bis zu den Olympischen Spielen. Danach ist mein Leben komplett ausgelegt. Was danach kommt, ob es, ja, wie es im Sport weitergeht und auch beruflich, das werde ich sehen, wenn es soweit ist. Und ja, soweit möchte ich noch gar nicht denken. Was hättest du denn gemacht, wenn du kein Profiringer geworden wärst?
Ah, das ist eine gute Frage, aber ich denke, in jeder Person, wo viel Ehrgeiz und Disziplin vorhanden ist, der findet früher immer einen Weg, eine Disziplin, eine Sportart, einen Job, wo er seine Leidenschaft reinlegen kann, um dann auch gut zu sein und in manchen Fällen auch besser als alle anderen. Und ich denke, ja, wäre es nicht Ring geworden, wäre es vielleicht früher oder später was anderes geworden. Man weiß es nicht. Ich habe gehört, Profifußballer waren Traum, mehr Traum als vielleicht Realität, oder wie kann man es beschreiben? Nein, das habe ich eigentlich nur aus Spaß gesagt. Ich denke, ich habe durch das Ring ja viele Ideale gelernt, wo ich eventuell aus Fußball nicht lernen hätte können. Und somit hat der Weg sich schon richtig Du hast alles richtig gemacht. Der Erfolg gibt dir ja recht in jedem Fall. Meine letzte Frage an dich ist, was machst du denn, wenn du nicht gerade trainierst oder arbeitest? Wie verbringst du deine Freizeit? Also arg viel Freizeit gibt es leider nicht, aber natürlich gehe ich auch gern mit Freunden aus, ins Kino, ab und zu auch mal Party, meistens aber nur nach den Höhepunkten. Okay. Was sind deine Party-Locations in Stuttgart? Wo gehst du am liebsten hin? Ja, so Richtung Killesberg geht man auch schon mal gerne, oder in Stuttgart, ja, Theodor-Heuss-Straße, da. Alles klar. Findet man schon die ein oder andere gute Location. Vielen Dank, Frank, und dann wollen wir mal schauen, wie das Wetter aussieht, falls du vielleicht doch noch am Wochenende weggehen solltest. Am Mittwoch aber zunächst erstmal 8 Grad, bewölkt und regnerisch. Dann am Donnerstag wird es wieder etwas wärmer, maximal aber 11 Grad an diesem Tag, und Richtung Wochenende dann 3 bis maximal 8 Grad. Es bleibt sehr bewölkt. Nächste Woche bei uns wird es tierisch im Studio. Stichwort Äffle und Pferdle. Ein toller Besuch, auf den wir uns freuen. Es lohnt sich vielleicht auch für euch dann wieder einzuschalten. Um 18 Uhr geht's los. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao und tschüss aus Stuttgart Mitte.